So, und willkommen zurück zu Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Ich bin der Chris von Mad Monkey Squad. Es geht weiter und wir können jetzt nach den Quittungen fragen, was wir in der letzten Folge ja tunlichst vermieden haben. Haben Sie eine Quittung dafür? Aber ja, ich habe sie schon an Ihr Büro geschickt. Es dauert meist, bis sowas bearbeitet wird. Was gibt es da zu bearbeiten? Ich besaß das Bild, jemand stahl es und Ihre Firma ist der Versicherer. Ich bin hier das Opfer. Ja, genau. Ein Zustand, den Sie mit dem Mordopfer gemeinsam haben. Ich denke, das genügt erstmal. Was schätzen Sie? Wann wird die Summe ausgezahlt? Es wird nicht lang dauern, Monsieur. Wann genau? Sie können mir doch bestimmt ein Datum sagen. Monsieur Medowski, ich bin sicher, Sie... Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Sir. Was ist denn, Shears? Hobbs ist hier. Ich habe zu tun. Er erwähnte die Mappe, Sir. Um Himmels Willen kann der keine simplen Instruktionen befolgen. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Die Mappe würde ich ja allzu gerne mal selber sehen. Der Gärtner heißt Schiers? Schere? Seine Mutter hat ihn bestimmt nicht so getauft. Wie er langsam davon tapert. Mit eleganten Schritten. Genau, Ausgang. Jetzt mach doch endlich die Tür zu. Wir wollen hier ungestört alles beschnuppern. Oh, ein Gruseltyp. Ja. Ziemlich cleverer Gruseltyp. Wir haben nichts gegen ihn in der Hand und das weiß er. Hat schlicht geleugnet, etwas mit Vera zu tun zu haben. Unerhört. Wir brauchen was anderes, um ihn zu knacken. Ja. Wie wär's mit Marquess als Druckmittel? Das wäre nur Aussage gegen Aussage. Einen töten Sie den alten Mann Was noch. hätten wir sonst noch? Sehen wir uns mal um. Vielleicht lässt sich irgendwas hier gegen ihn verwenden. Gute Idee, George. Du suchst, ich stehe am Fenster schmiere. Ah, gute Idee. Kann ich schon? Nee. Ich muss warten, bis sie weg ist. Eine Schreibmaschine, ein Bücherschrank. Wo fangen wir an? Die Bilder hätte ich ja gern mal mir angeschaut. Medowski in Libyen. Glückliche Zeiten. Was für ein Typ hängt ein Bild von sich und Oberst Gaddafi an die Wand? Bitte was? Ein Typ, der einen Mord begeht, um sein eigenes Bild zu klauen? Na klar, ich würde mich auch. Medowski in Libyen. Ja, Gaddafi, der gute alte Kumpel. Mit dem würde ich nicht mal in einem Buch zusammenstehen wollen. Medowski hatte den Schrank offen gelassen. Auf dem Regalbrett darin lag eine Visitenkarte und eine Nachricht. Ich nahm die Visitenkarte. Auf der Ach, da Karte unten. stand Wilfred Hobbs, Kunstrestaurator. Kunstrestaurator. Ich notierte mir die Adresse und legte die Karte wieder zurück. Ich wollte Medowski ja nicht misstrauisch machen. Ja, richtig, richtig, richtig. Eine Notiz. Die Nachricht lautete: L. Serp, Zeichnungen zur Ansicht, W.H. Das klang doch vielversprechend. Ob das Gemälde in der Mappe lag, die Medowski an sich genommen hatte? Kann sein, ne? Was haben wir hier? Da war jemand schlampig mit seinem Kleingeld. Nimm es. Wenn ich mich nach einem Penny bück, bringt er mir den Tag lang Glück. Na, schön. Ein russisches Zarenei. Ja. Sah recht schmucklos aus. Aber die Dinger sind erstens sauteuer und zweitens kann man da drin was verstecken. Was verstecken nicht? Okay. Das war eine Dankesnotiz von einem britischen Politiker. Medowski hatte wirklich recht dubiose Freunde. Was ist das? Es war alles in Kyrillisch, mit Ausnahme einer Zahl. 1869.
Kann man da umblättern? Es war... Nee, kann man 1800 nicht... Ja, ja. Ich vermutete, die Orden stammten eher nicht vom Moskauer Debattierclub. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der war mal Militär. Ich vermutete, die... Ja. Kann ich hier raus? Unser Medowski scheint ziemlich unterirdische Freunde zu haben. Wie mein Boss sagte, der Typ will unbedingt groß mitmischen. Gutschein? Das war ein russischer Privatisierungsgutschein. Ach! Warum Medowski das Ding wohl so stolz aufgehängt hatte? Das war... Ja. Da haben wir hier noch die Zigarettenbox. Was sagt das die uns? Intarsienkästchen war mit Edelsteinen besetzt. Natürlich. Prachtvoll. Wer hat, der kann, ne? Das war die alte Münze aus Medowskis Bibliothek. Vielleicht können wir ja an den Zigarettenkästchen was machen. George, lauf schneller! Aha. Der Verschluss schien kaputt zu sein. Ein hübsches Zigarettenkistchen mit Intarsien. Ja, ansonsten gibt es hier wohl wenig weiter zu gucken. Ein hübsches... Der schien kaputt zu sein, ja, das glaube ich auch. Aber der hat ja so einen kleinen Schlitz da. Vielleicht können wir die Münze nutzen. Glücklicherweise hatte die Münze, die ich aufgelesen hatte, genau die richtige Form, um den kaputten Verschluss zu öffnen. Ja, sehr gut. Zigaretten. Romanovs. Dieselbe Zigarettenmarke wie bei Vera Security im Aschenbecher. Aber noch viel mehr, ein Schlüssel. Ein verzierter Schlüssel in einem kleinen Beutel. Schlüsselsche. Schlüssel sind immer nützlich. Verstehst du, was sie sagen? Ja. Was? Ganz russisch? Sie hätte nicht herkommen sollen, Hobbs. Ich hatte doch gesagt, ich bringe das Paket heute noch vorbei. Ich wollte bloß sicher sein, dass ich es auch kriege. Ich habe noch eine Menge dran zu machen. Das passt mir jetzt gar nicht. Er kommt aber noch nicht zurück, oder? Medowski streitet sich mit seinem Besucher Hobbs über die Mappe. Diese Mappe ist wichtig, da bin ich sicher. Also ich wette, also ich könnte wetten, dass wir ins Büro kommen damit. Bücherschränke kann ich mir noch anschauen. Ist abgeschlossen, wetten. Da war abgeschlossen. Ja, wir haben aber den Schlüssel. Ich würde mir aber zuerst die Bücherschränke anschauen. Ja. Vielleicht gibt es da noch was Interessantes zu sehen. Man weiß ja nie. Russische Romane. Medowski stand eindeutig auf Tolstoi. Hier irgendwas? Medowski hatte eine umfangreiche Büchersammlung über Management. Die 7 Geheimnisse der Führungskraft erschienen 2009. Der Business Bonaparte von 1983. Aufsichtsratsadler oder Managementmaus 1998. Ah ja, nee. Scheint nicht so interessant zu sein, obwohl... Ach, wer weiß. Ja, am Ende brauchen wir es. Und dann habe ich nicht hingeguckt. Und das wäre ja auch doof. Mach schneller. Ledergebundene Klassiker. Zweifellos als Meterware gekauft. Ah ja, okay. Dann nehmen wir mal den Schlüssel. Den Schlüssel, meine Güte. Und schauen mal, ob er passt. Die Tür zum Arbeitszimmer ist jetzt offen. Sagen Sie sonst noch was Interessantes? Warte mal. Komm schon, ihr habt nicht so viel Zeit. Hören Sie, Hobbs. Nehmen Sie die Mappe und tun Sie Ihre Arbeit. Sie sind nervös und das mag ich nicht. Nehme ich zur Kenntnis, aber ich habe trotzdem ein paar Fragen. Fragen mag ich auch nicht. Machen Sie schnell. Ich habe 2 Leute kommen sehen. Wer waren die? Sahen wie Bullen aus.
Die waren von der Versicherung. Ist denn... Hobbs will die Mappe mitnehmen. Was da auch drin ist, es ist wichtig. Wir müssen dranbleiben. Ich habe Hobbs Adresse von seiner Karte. Wenn wir hier fertig sind, sollten wir mal hinfahren. Okay, George, aber schnell. Medowski wird bald zurück sein. Wir eilen. Ich sehe mich mal im Arbeitszimmer um. Okay. Die Musik erinnert mich die ganze Zeit an Requiem for a Dream. Och, nett. Nett. Wow, an diesen Wänden müssen Millionen von Dollars hängen. Ich glaube auch. Offene Schublade. Das ist auffällig. Die Schublade war offen. Mir blieb fast das Herz stehen. Aber ja, da drin lag nur eine Schokoriegelverpackung. Mörst. Diese Bilder hätten Kenner in stundenlanges ehrfürchtiges Staunen versetzt. Aber ich hatte keine Zeit dafür. Ach, George. Der Schreibtisch, aber das Gemälde hängt schief. Wo sonst hier alles perfekt ist, das Gemälde. Das Gemälde erinnerte mich an Tante Maud. Ich hatte sie nie gemocht. Das Gemälde erinnerte. Aber es hängt schief. Das ist ein eindeutiger Hinweis. Der Schreibtisch war umwerfend. Ja, ne? Finde ich auch. Finde ich ja auch. Was ist das für ein Gemälde? Medowski liebte die Kunst. Zumindest tat er so. Erfolgreich. Gut, dann schauen wir uns zuerst den Aschenbecher an. Aschenbecher? Der Aschenbecher war voller Zigarettenkippen. Romanows. Okay. Aber der Schreibtisch. Der Schreibtisch war umwerfend. Oh je, ich ahne doch Übles. Diese zwei kleinen Löcher warteten förmlich darauf, dass ich meine Finger hineinsteckte. Oh, das würde ich lassen. Ich blieb standhaft. Diese zwei kleinen... Ja, okay. Ich blieb standhaft. Oh Gott. Gut. Schicker Stuhl und vermutlich wesentlich teurer, als er aussah. Wir probieren erstmal drei. Oh, passiert nichts. Gut. Ich kann kein Kyrillisch. Aber es wird ja einen Grund dafür geben. Kannst du das schnell machen? Nee. Kann natürlich nur schleichen. Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen. Schau dir mal den Wandschrank an. Medowski hatte den Schrank offen gelassen. Auf dem Regalbrett darin lag eine Visitenkarte und eine Nachricht. Das ist ja... Was sollen wir denn da eingeben? Ich bin mir da nicht sicher. Sollen wir es einfach mal mit hier Bonhaar probieren? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal mit... Oder mit Mokbar? Können wir vielleicht umblättern? Nee. Wir versuchen es erstmal mit Bonhaar. Was auch immer das bedeuten soll. Bonhaar. Was nicht geht, da wir kein N haben. Und zwei Sachen, die wie ein A aussehen. Toll. Richtig klasse. Probieren es trotzdem mal. Nicht.
vielleicht nicht. Das ist nicht einfach. Haben wir uns die Dinger schon angeschaut, die kyrillischen Buchstaben? Nee, ne? Medowski hatte den Schrank. Warte. Geh mal zurück. Das war ein russischer Privatisierungsgutschein. Ja, aber. Das war ein. Mehr nicht. Medowski hatte den Schrank offen gelassen. Auf dem Regalbrett darin lag eine Visitenkarte und eine Nachricht. Was war denn die Nachricht? Das war eine Dankesnotiz von einem britischen Politiker. Medowski hatte wirklich recht dubiose Freunde. Vielleicht mockbar? Das könnte vielleicht noch sein. Na, hier, komm, Schreibtisch. Nö, gibt kein B. kein M, meine ich. Das müsste ich abfotografieren. Und dann gucken, mit welchen Buchstaben das zusammenpasst. Damit ich das hinbekomme. Geh nochmal raus. Vielleicht gab es hier noch irgendwas, was ich verpasst habe. Nee, schauen wir das erstmal hier den Wandschrank. Medowski hatte den Schrank offen gelassen. Auf dem Regalbrett darin lag eine Visitenkarte und eine Nachricht. Irgendwas haben wir uns vielleicht noch nicht angeschaut, was uns hilft. Ich weiß es nicht. Ach, die Schreibmaschine, die haben wir uns noch nicht angeschaut. Eine uralte, herrlich verschnörkelte Schreibmaschine. Schau die dir mal, kannst du da nicht irgendwie rangehen? Die aufmachen? Vielleicht ist da was drin. Oder die Schrift. Hätt's mir denken sollen, die Tastatur war kyrillisch. Ich versuchte mich zu erinnern, wie die Reihe auf der US-Tastatur aussah. Oh, warte mal. US. Wieso denn eigentlich US? Das finde ich nicht in Ordnung. Das müsste... Die Symbole kannte ich nicht. Ja, ich auch nicht. Hätte ich mich an die Belegung einer US-Tastatur erinnert, hätte ich es vielleicht rausgefunden. Warte mal, wenn das hier Q oder A, Y, dann müssten das hier die Zahlen sein. Und an das B zumindest kann ich mich erinnern. A, B, 1, 2, 3, 4, da. Das heißt, was war das? 1869, glaube ich. Wir müssen dann nochmal gucken. Und dann können wir das doch einfach ablesen. Da brauchen wir also 1800, also 1, das ist dieses komische A, dieses. Ich schreibe mir das gerade auf, ich habe gerade Zettel und Typ dabei. 1, 18, jetzt komme ich hier gegen das Mikro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann das H. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Stecker irgendwie. 18. Was hatte ich jetzt gesagt? 69? Ich glaube 69. Ich weiß es nicht mehr.
Wenn das die 0 ist, 9, 8, 69, 7, 6, also das S, A, H, S. Und die 9 müsste dieses durchgestrichene O sein. Also müssen wir jetzt schreiben. Also. Also. Wenn dies, also wenn das das Losungswort ist. Aber das ist halt das Einzige, was ich von davon lesen kann und worüber man das adaptieren könnte. Also, wir brauchen das, dieses A, dieses komische, dann brauchen wir das H, dann brauchen wir das S, und dann das durchgestrichene O. Eine Geheimschublade sprang auf. Ah, bin ich gut. Ich wusste, das Veröffentlichungsdatum wäre bedeutsam. Endlich würde ich Medowskis Geheimnisse lüften. Genau, jetzt können wir Medowskis Geheimnisse lüften. Das war nämlich auch ein Buch, das war Tolstoi, wenn ich mich nicht täusche. Die Dokumente werden wir erst in der nächsten Folge uns ansehen, weil die Zeit schon wieder vorbei ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Ach, dieses schnelle Sprechen immer am Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.